In einem weit, weit entfernten Land gab es eine Prinzessin mit langen roten Haaren. Diese Prinzessin hatte einen wunderschönen Blumengarten. Vor allem die roten Rosen gaben großes Glück für die Prinzessin. Abends, wenn die Menschen auf dem Lande ins Bett gingen, um einzuschlafen, wollte die Rosenprinzessin ausgehen, ging auf den Balkon des Palastes und klatschte dreimal in die Hände. Als dieses Geräusch zu hören war, kam ein winziger goldener Vogel angeflogen, in die Hand der Rosenprinzessin. Und in diesem Moment wurde das Haar der Prinzessin hell und leuchtete. Der süße Vogel begann zu singen. Und die Prinzessin sang ein Wiegenlied mit ihm, mit samtiger Stimme. Jeder, der diesen schönen Gesang von der Prinzessin gehört hatte, würde langsam die Augen schließen und schlafe sofort ein. Schöne, gute Nacht. Die Nächte vergingen in Friede und Freude, dank der Rosenprinzessin. Eines Tages kam eine Hexe mit einem spitzen Hut und mürrischer Laune in den Palast der Rosenprinzessin. Auf einem fliegenden Besen. La la la, la la la, la la la, la la la. Ich kann das nicht mehr ertragen. Prinzessin, sing nicht mehr, ich hab die Nase voll. Die stirnrunzelnde Hexe beschloss, einen bösen Zauber über die Prinzessin zu sprechen. Alakalasum, alakalasum. Lass die Rosen verwelken, soll die Rosenprinzessin schweigen. In diesem Moment wurden die Haare der Prinzessin schwarz, wie Kohle. Hä? Was ist mit meinem Haar los? Es ist komplett schwarz und die Leute müssen doch jetzt schlafen gehen. Die Prinzessin mit dem schwarzen Haar ging wieder hinaus auf den Balkon, um ein Schlaflied für ihr Volk zu singen. Sie klatschte dreimal in ihre Hände. Das goldene Vögelchen flog wieder und landete in ihrer Hand. Das schwarze Haar der Prinzessin glänzte wieder. Obwohl die Prinzessin sich wunderte, was mit ihrem Haar passiert ist, begann sie mit dem Vogel zu singen. Eine gute Nacht. Jeder im Lande fiel in einen tiefen Schlaf. Aber anstelle von guten Träumen hatten sie schreckliche Albträume. Es gab sogar Kinder, die weinend aufgewacht sind. Mama! Oh, ich hatte einen sehr beängstigenden Traum. Ich kann nachts gar nicht mehr schlafen. Ich habe so gruselige Träume. Ich auch. Am Abend des nächsten Tages erfuhr die Rosenprinzessin, dass ihre Leute Albträume hatten. Sie ging zurück auf ihren Balkon und rief ihr goldenes Vögelchen. Mein kleiner Vogel, mein Volk ist müde und sie haben Albträume. Hilf mir, mein Volk zu retten und die Träume vor allem. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, tweet, tweet. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, 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 tweet. Rosen bringen mein Haar zum Lächeln? Mit dem Rat des Vogels füllte die Prinzessin eine große Wanne mit Wasser. Sie legte auch eine Handvoll roter Rosen und Blütenblätter hinein. Das Wasser färbte sich rot. Die Prinzessin tauchte ihr Haar in dieses Wasser. Das Haar wurde ebenfalls rot, genau in diesem Moment. Oh. Die Rose hat mein Haar zum Lächeln gebracht. Der kleine Vogel hat die Wahrheit gesagt. In dieser Nacht, als die Prinzessin ein Wiegenlied sang, schlief jeder im Lande friedlich und hatte schöne Träume. Die Erkenntnis der Hexe
Dass der Zauberspruch, den sie auf die Rose geworfen hatte, nicht funktioniert hatte, machte die Hexe wütend. Und sie verfluchte sie ein weiteres Mal. Alakalasum, Alakalasum. Lass die Rosen verwelken, soll die Rosenprinzessin schweigen. Dann hatte sie alle Rosenknospen auf dem Lande verzaubert und floh. Die Rosenprinzessin war sehr verärgert, als sie sah, dass ihr Haar wieder schwarz wie aus Kohle war. Auf keinen Fall, was geschieht mit mir? Die Prinzessin fragte ihren Assistenten, Rosenblüten zu bringen, um ihr Haar erneut zu färben. Allerdings konnten die Assistenten nichts finden, nicht eine Rose im Garten oder auf dem Land. Was soll ich denn jetzt tun? Kleiner Vogel, sag es mir. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, 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 tweet. Aber es gibt nicht einmal eine Rose im ganzen Land. Warte, warte. Die Rosenprinzessin war so aufgebracht, dass sie laut zu weinen begann. Die Tränen fließen aus ihren Augen und fielen zu Boden. Zu dieser Zeit gab es einen gut aussehenden Mann. Dieser Mann kam vorbei und ging durch den Palastgarten. Als dieser junge Mann die Tränen fallen sah, holte er eine Schachtel aus seiner Tasche und im Inneren befand sich eine dünne rote Haarsträhne. Er ließ die rote Haarsträhne zurück auf die Tränen auf dem Boden. Diese verwandelte sich in eine funkelnde rote Rose. Der hübsche Mann nahm die Rose und ging zur Prinzessin. Die Prinzessin, die traurig war und neben der Badewanne stand, voll mit Wasser, war sehr aufgeregt, als sie den gut aussehenden Mann sah. Ach, du, ich erinnere mich an dich. Ja, ich bin's. Dein Freund aus Kindertagen. Diese ist für dich. Bitte nimm sie an. Meine Rosenprinzessin. Die Prinzessin war so glücklich, als sie die rote Rose sah, die der Mann ihr mitgebracht hatte. Unmittelbar danach warf sie die Rose in die Wanne. Dann tauchte sie ihr Haar ins Wasser. Und schließlich wurde der Fluch der Hexe gebrochen. Das kohlschwarze Haar ist wieder rot geworden. Das Glück seiner Tochter machte den König sehr neugierig. Junger Mann, bitte sag mir, wie hast du diese Rose gefunden? Wo es doch keine einzige Rose im ganzen Königreich gab. Diese Rose entstand aus den Tränen unserer Prinzessin und einer Strähne ihres roten Haares, die ich seit unserer Kindheit aufbewahre. Mein König, meine Loyalität steht außer Frage. Das stimmt, Daddy, schau. Ich habe eine Haarsträhne von ihm aufbewahrt, auch in dieser Box seit Jahren. Der König war beeindruckt durch die Loyalität seiner Tochter und des jungen Mannes. So wurde die Rosenprinzessin glücklich. Der junge, hübsche Mann und sie heirateten schon am nächsten Tag. Der Fluch der bösen Hexe wurde durch die Macht der Liebe gebrochen. Die Hexe erkannte, dass sie nie wieder gewinnen konnte und flog in die weite, weite Welt. Es war einmal eine Zeit, da waren zwei Schwestern, Mangita und Larina, die in einer kleinen Hütte lebten. Mangita arbeitete hart. Sie arbeitete im Lebensmittelladen ihres Vaters, wenn sie frei hatte. Larina auf der anderen Seite liebte es zu reisen und Spaß zu haben. Wenn ihr langweilig war, schaute sie sich am Fluss an und kämmte sich lange die Haare. Ich bin heute noch schöner als meine Schwester. Eines Tages ging Mangitas und Larinas Vater auf eine lange Reise, von der es keine Rückkehr mehr gab. Obwohl Mangita sehr traurig war über den Weggang ihres Vaters, war Larina so glücklich. Jetzt kann ich jeden Tag bis zum Morgen am Fluss sitzen. Nachdem ihr Vater gegangen war, begann Mangita noch härter zu arbeiten. Sie hat morgens den Boden gekehrt,
kochte eine leckere Suppe am Nachmittag und hing die Wäsche auf. Larinas einziger Zeitvertreib war es, ihrer Schwester Ärger zu machen. Sie hat die Teppiche im Haus schmutzig gemacht und schüttete eiskaltes Wasser in die gekochte Suppe. Warum ist die Suppe noch kalt? Und warum sind die Teppiche schmutzig? Ich habe sie gerade erst gereinigt. Die Tiere, die du fütterst, haben sie schmutzig gemacht. Eines Tages ging Larina im Wald spazieren. Sie war gerade dabei, die unreifen Früchte zu pflücken und warf sie in den Fluss. Währenddessen kam eine alte Frau langsam auf sie zu. Hallo, schönes Mädchen. Ich bin sehr hungrig. Kannst du mir auch etwas Obst geben? Larina reichte der alten Frau die geschmacklosen Walderdbeeren, die sie gerade gepflückt hatte. Ma'am, Sie können essen, so viel Sie wollen. Das sind die leckersten Erdbeeren der Welt. Die alte Frau hatte Bauchschmerzen, sobald sie die Erdbeeren gegessen hat. Sind diese Erdbeeren lecker? Igitt, ich danke dir trotzdem. Als Larina nach Hause kam, schlief die alte Frau ein. Während Mangita unterwegs war, um im Wald Gemüse zu sammeln für die Mahlzeit, sah sie die alte Frau, die krank wurde. Sie hat sie sofort nach Hause gebracht und legte sie auf ihr Bett. Was macht diese Frau in unserem Haus? Sie riecht so schlecht. Sag so etwas nicht, Larina. Die Frau ist sehr krank. Wir müssen sie mit gesunder Nahrung versorgen, um sie zu heilen. Mangita bereitete heiße Suppe und Kräutertee für die alte Frau zu. Auf der anderen Seite hat Larina heimlich die Suppe weggeworfen und Erde in den Kräutertee getan. Larina, hast du Erde in diesen Kräutertee getan? Sag es mir jetzt. Nein, ich war es nicht. Die alte Frau hat es selbst reingetan. Innerhalb von ein paar Tagen erholte sich die alte Frau. Du bist ein gutherziges Mädchen, Mangita. Wenn du jemals krank wirst, esse jeden Tag diese Blaubeeren. Dann wirst du dich sofort erholen. Mangita, die sehr müde war, die Hausarbeit lange Zeit allein zu machen, wurde schließlich sehr krank und lag im Bett. Larina, kannst du die Blaubeeren mitbringen, die die alte Dame mir gegeben hat? Aber Larina hat alle Blaubeeren selbst gegessen. Hier gibt es nichts. Die Vögel, die du fütterst, müssen sie gefressen haben. Mangita wurde noch träger und schlief schweißgebadet ein. Larina hingegen verließ das Haus und ging zum Fluss, um ihr Haar zu kämmen. Zu dieser Zeit ist die alte Frau wieder vor ihr erschienen. Hallo, kleines Mädchen. Wo ist deine Schwester? Sie hat Obst in Säcke verpackt und ging zur Arbeit. Was geht dich das an? Die alte Frau erkannte, dass Larina gelogen hatte. Sie ist sofort zu ihrem Haus gegangen, um Mangita zu sehen. Als die alte Frau dieses junge Mädchen sah, das ihr half, schwitzend und krank, war sie sehr aufgeregt und weinte sehr lange. Larina, die sie vom Fenster aus beobachtete, lachte laut auf. Gerade dann verwandelte sich die alte Frau in eine wunderschöne Fee. Larina war sehr überrascht, als sie die Fee sah. Freudig betrat sie das Haus. Du bist eine Fee! Ich habe mein Haus für dich geöffnet! Du schuldest mir was! Gib mir das schönste Haar auf der ganzen Welt! Schnell, benutze jetzt Magie und lass meinen Wunsch wahr werden! In der Tat, als die Fee Larina zum ersten Mal sah, verwandelte sie sich in eine alte Frau, um zu sehen, ob sie ein guter Mensch ist. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mir einen Gefallen zu tun, aber du warst immer schlecht. In diesem Moment winkte die Fee ihren Zauberstab hin und her. Larinas Haare haben sich in Efeu verwandelt. Ah, mein Haar! Was ist mit meinen Haaren passiert? Sie sind jetzt so hässlich! Larina rannte voller Angst zum Flussufer und schaute auf ihr Haar, als Fliegen um ihren Kopf flogen. Ihr Efeuhaar steckte plötzlich in der Erde fest. Ich bin so hässlich geworden. Ich will mich nicht mehr ansehen.
Zu dieser Zeit gab die Fee Mangita eine Heidelbeere und Mangita konnte endlich genesen und öffnete ihre Augen. Danke, Fee. Ich fühle mich jetzt so viel besser. Die Fee winkte zweimal und verwandelte das kleine Häuschen, in dem sie lebten, in einen atemberaubenden Palast. Mangita war sehr überrascht und beeindruckt, als sie den Palast sah. Das Gute wird immer belohnt, junges Mädchen. Und dieser Palast ist deine Belohnung. Danke, Fee. Was ist mit meiner Schwester? Was ist mit ihr passiert? Deine Schwester wird für immer auf ihr hässliches Spiegelbild starren, am Ufer des Flusses. Aber ich liebe meine Schwester so sehr. Welchen Sinn hat es, allein in diesem riesigen Palast ohne sie zu leben? Gib uns ein glückliches Leben in unserer Hütte wieder, Fee. Das ist alles, was ich mir von dir wünsche. Die Fee war sehr glücklich, als sie die Worte von Mangita hörte. Zuerst verwandelte sie den prächtigen Palast zurück, wieder in ein Häuschen. Später ging sie zu Larina und verwandelte ihr Efeuhaar wieder in seinen früheren schönen Zustand mit ihrem Zauberstab. Larina umarmte Mangita freudig. Du hast mich gerettet. Es tut mir sehr leid. Ich werde jetzt ein guter Mensch sein. Ich verspreche es. Larina verstand in diesem Moment, dass das Glück, Menschen zu helfen, alles wert ist. Denn Glück wird schöner, wenn es geteilt wird.